Bei uns bekommen Sie jetzt noch eisige Wunderwelten aus Oberfranken zu sehen. Kunstwerke, die sich bei diesen Temperaturen gerade so richtig wohlfühlen. Ihnen noch einen schönen, kuscheligen Abend. Bis morgen. Ade. Eine zentimeterdicke Eisschicht und sie wächst rund um die Uhr. Seit November wird in Schönbrunn bei Wunsiedel ein Brauereikühlwagen mit Quellwasser besprüht. Damit die Berieselungsanlage nicht einfriert, muss Jürgen Hopf sie regelmäßig enteisen. Alle 3 Stunden muss er dafür raus in die Kälte, egal ob Tag oder Nacht. So, dann mache ich wieder ein Foto fürs Archiv. Rund 700 Bilder hat er bereits geschossen. Jeden Tag kommen neue hinzu. Jetzt wird weiter vereist und den Rest werden wir auffüllen mit Schnee. Und dann entsteht da eine Bobbahn darunter in die Siedlung. Und der Start wird da oben an diesem Gipfel also sein. Da freuen sich die Leute schon drauf als besondere Faschingsattraktion in Schönbrunn.